ruhig und schön ist es hier. Wir sind jetzt wieder vor der Halle. Hier im Hintergrund der Minigolfplatz. Das heißt, man kann hier auch mal ganz ohne schwere Eisen und anstrengende Kurse relaxen, mit der Familie Spaß haben und trotzdem Sport treiben. Ein Mann, der gar nicht so sehr fürs Relaxen da ist, ist Ronny. Der ist mehr fürs Grobe, fürs Harte, fürs Schnelle. Tag, Ronny. Ja, hallo. Schön, dass wir hier sind. Was genau machst du hier bei Sculpt? Seit 12 Jahren Inner Cycling Trainer, also Spinning. Das ist, denk mal, darunter ist es mehr bekannt. Ja, mit viel Spaß, mit ein bisschen Augenzwinkern, die Leute trainieren zwischen, sag mal, dem Hobby-Trainierenden bis zum Profi. Wir haben hier auch das breite Publikum, von der Hausfrau über Rentner bis ganz junge Menschen. Ja, das macht halt Spaß und ich denke, dass ich mir da die letzten Jahre schon so ein bisschen die Lorbeeren verdient habe in diesem Haus. Du bist also wahrscheinlich Spinning-Trainer der ersten Stunde, weil so richtig doll viel länger gibt es das noch nicht in Deutschland, ne? Na, ich denke mal so 15 Jahre etwa. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir zu den ersten mit den ersten gehört haben, in einem anderen Studio in Falkensee. Und hier zum Jahren bin ich dann 2 Jahre später gekommen. Der hat diesen Trend halt auch erkannt. Und das Schöne ist hier in der Havelland-Halle, dass sich das über die ganzen Jahre kontinuierlich aufgebaut hat. Er macht auch eine Menge dafür, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und er lässt uns aber dabei trotzdem immer ein bisschen Freiheiten. Du kannst auch mal hingehen und sagen, du, einen Kurs vielleicht mal umstellen und so, schön, macht Spaß. Ja. So, jetzt mal unter uns. Also normalerweise, ich sage jetzt mal, richtige Radfahrer, die werden jetzt sagen, ja, dann kannst du doch gleich richtig Radfahren draußen. Wo ist denn da der Unterschied? Erklär mal. Also der Unterschied ist erstmal, dass es in einer Gruppe mehr Spaß macht. Zweitens, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass du, wenn du ja draußen fährst, eigentlich immer einen guten Tag haben musst. Das musst du hier nicht. Wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, nö, heute ist vielleicht nicht so, ich möchte aber in einer Gruppe trainieren, weil mir das Spaß macht, weil das zu meinem Trainingsprogramm passt, kann ich das jederzeit machen. Und was der große Vorteil ist, zur Straße oder zum Gelände, da kann ich nicht sagen, nee, ich habe keine Lust mehr. Das geht einfach nicht. Ich muss ja irgendwie in irgendeiner Form nach Hause kommen. Und das ist beim Spinning eben nicht. Beim Spinning sagst du, heute ist ein guter Tag für mich. Dementsprechend kann ich mit meinem Widerstand arbeiten, kann für mich entscheiden, wie viel Spaß will ich haben. Das ist im Gelände, denke ich mal, schwierig. Noch dazu kommt, dass gerade hier in Berlin und in der Umgebung ich das nicht so spannend finde, unbedingt mit dem Rad unterwegs zu sein. Das heißt, man fährt wirklich nur auf dem Acker. Also ich fahre sehr viel Fahrrad, zum Beispiel jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich könnte da so ein paar Geschichten erzählen, die wirklich lustig sind. Leider. Außerdem, der Riesenvorteil gegenüber dem richtigen Radfahren, beim Spinning fällt man nicht auf die Fresse, oder? Nee, im Normalfall nicht. Ich hab's noch nie erlebt, nee. Aber es stimmt schon, das ist schon was Radfahren. Vielen Dank, Ronny. Gerne. Dankeschön. Super.